Das ist der Moritz mit seiner BMW. Jetzt gehen wir ja erstmal durch, was wir hier machen sollen. Also das wird hier wieder verworfen, was hier ist. Wir gehen halt da unten, hier ohnehin, so eine normale Höhe. Wir werden diese Rohre hier, werden wir wahrscheinlich wieder übernehmen. Und tun das ja anders das Teile. So, Heck muss kurz werden. Hier, das ist der Punkt. Bis dahin. Länger nicht. Was ich Hauptsache, weil ich will ja nicht dann mit dem Nummernschild da hinten losfahren. Na, auf jeden Fall bauen wir da noch einen Nummernschildhalter. Wir gehen wahrscheinlich da dran. Und hier, der Nummernschildhalter kommt in dem Fall auf die rechte Seite. Schalldämpfer kommen die von Detlef Rüst drauf, die für ungefähr 49 Euro, wo kein TÜV haben, aber mit Dämpfung. Die kommen da drauf. Gut, hier der Scheiß. Das entweder machen wir es ganz ab oder halt eventuell hier so ein Stückchen stehen lassen, weil wir müssen ja die Auspuff festschrauben. Eventuell da die Nummer. Und die Auspuffanlage, die Schalldämpfer, soll so kurz wie möglich werden. Dass wir ungefähr hier so hinkommen mit Schalldämpfer. Der Luftfüllerkasten, der kommt raus. Da kommt der Deckel drauf. Der Deckel muss aber bearbeitet werden, weil von der Struktur, das ist ein bisschen rauer. Na gut, das sehen wir dann. Ich baue nur den Motor aus mit Getriebe, weil der Moritz du den dann selber abdichtet, der ist nämlich undicht, und tut ihn auch selber lackieren. Mattschwarz. An der Tanköffnung soll man auch erstmal nichts machen, das bleibt so. Aber wir haben jetzt hier noch was Spezielles, weil ich da gerade hin und rein leuchte und das Rahmenrohr, da kommt rein. Die Spezialbatterie. Das ist ein Prototyp. Also jetzt hier mit dieser Original-Gabelbrücke, das Blech da, das kommt weg. Es wird eine vom BMW Bayer gekauft, die für 350 Euro oder was sie kostet. Die kommt drauf, dann kommen Fehling-Stummelenker. Die sind auch hier im Karton drin. Die kommen da drauf. Lampehalter und Lampe haben wir noch nicht. Dann hat er jedenfalls den breiten Avon-Reifen drauf. Mit dem Schutzblech. Das passt nicht hier mit der Originalbrücke. Da müssen wir was bauen. Und dann kommt der Kurzschutzblech drauf. So Alu-Schutzblech. Die Gabel wird dann insgesamt ein bisschen durchgesteckt. Ungefähr so wie hier. Damit der Elektrik müssen wir halt noch ändern, ne? Ja. Taro, hast du gesagt, besorgst du noch einen? Ja. Gut. So, und da der Luftfilterkasten ja weg ist, kommen hier KNN-Luftfilter drauf. Gut. Was ich auch noch mache, dass wir bauen da hinten, denn die Halterscheiße wird auch alles weggeflext, die brauchen wir nicht. Und da bauen wir ein Schutzblech hin. Hier ohne irgendwo festgemacht, dann halt hier so bis dahin. Machen wir halt einfach ein Schutzblech drauf. Und bei dem ganzen Halter da oben, wo wir bauen, da dürfen wir nicht vergessen, da ohne noch irgendwas dran zu machen für einen Rückstrahler. Moritz besorgt noch ein paar Teile wie Lampe, Lampehalter und so weiter. Ich bestelle jetzt halt die Schutzbleche bei Kickstarter und beim BMW Bayer die Gabelbrücke in Schwarz. Und die Elektrik wird halt dann auch dementsprechend geändert. Aber da gehen wir dann wahrscheinlich auch erst dran, wenn du Tacho und sowas alles da hast. Wir müssen irgendwie einen anderen Punkt finden. So, wir haben jetzt, hinten hast du jetzt wegen angestellt, ne? So würde ich es von der Luft her brauchen, das auch nicht. Ja, ja, da hinten muss ja Luft rein. Ja, ich denke auch. Bündig mit der Lage, die daran dran ist. Ja. Ja. Ungefähr. Der Biegemeister. So werden bei uns Sitzbänke gestaltet. Yes. Moritz, haut das hinter mit dem Abschrauben. Perfekt. Gut. Jetzt gucken wir bei dem nochmal. Yes. Der Kramer hat in der Messung gestylt. So wird das jetzt. Okay. So, der Motor ist raus. Da liegt das ansehnlich gewährt. Aus. Moritz, die Gabel noch weg und dann ist alles gut. Da haben wir die Schäse auseinander. Und dann musst du brav sein, sonst wird die nie mehr zusammengebaut. Ich bin immer brav. Ja, hier. Die ganze Scheiße.
So, die Kipphebel habe ich schon auch noch gemacht. Jetzt ziehen wir mal den Kopf ab. Ja. Gucken wir mal da rein. Müssen wir mal weiter gucken, aber das sieht doch mal richtig noch gut aus hier. Der Motor ist nämlich nur ohne undicht gewesen. Alles klar. So, und der andere Zylinder machen wir dann auch noch ab. Die Zylinder und Zylinderkappe sind wieder drauf. Jetzt gucken wir noch mal in der Ölwanne rein. Ich habe jetzt hier noch eine Schraube. Die machen wir jetzt weg. So, aber mal gucken, wie das hier unten drin aussieht. Aha. Pico Paco. Späne sind da auch nicht, das ist nur Öl. Und der Motor ist, wie es aussieht, schön sauber. Gut. So, die Teile von der BMW sind lackiert, wie Getriebe, Kardan und noch super Kleinigkeiten. Und den Motor haben wir schon in den Rahmen gerade reingehievt. Das sieht jetzt schon mal so aus. Jetzt geht's weiter. BMWchen nimmt doch langsam Form an. Sieht immer wild aus, wenn das alles noch so zerlegt ist. Na gut, es geht vorwärts. Ja, steckt schon mal das Rad rein, damit das Ding mal langsam auf die Füße kommt. Ja, hier immer schön mit Fettarbeiter, ja, das hat er gelernt. Alle Schrauben werden bei uns gefettet, damit sie nicht reinroste. Yes. Genau, perfekt. Vorderrad kommt jetzt auch rein. Da können wir bald schieben. Ja, die Achse kommt rein und alles wird gut. Alle Besteller für die BMW von Moritz. Moritz, du willst hier einen Schutzblech haben? Ja, das Zähne. Also ein Zehner, ein schmales? Bis so weit, wie es für den TÜV halt gebraucht wird. So weit, wie es für den TÜV gebraucht wird, geht dann ungefähr so bis hin. Hier hin. Wird so hier vorne in der Schwinge festgemacht. So nah am Reifen, wie es geht eigentlich. Ja. Und vorne kommt auch so ein schmales drauf, ne? Vorne kann man das von der Länge her, ja. Von der Breite. Gut. Dann haben wir jetzt hier oben, der Taro haben wir ja auch da. Hier oben in der Gabelbrücke haben wir ja irgendwelche Anschlüsse. Ich sehe aber nicht, ob da Gewinde drin ist. Du hast bessere Augen. Also ich habe vorhin, ja, da ist auf jeden Fall ist Gewinde drin. Da machen wir einen Halter und machen dann den Taro. Jetzt ist er weg. Ja. Ja, ist egal, lassen wir liegen. Machen wir halt den Taro drauf. Und die Lampe kommt dran. Und das Heck hinten bleibt das so oder was ist jetzt? Das Heck, das machen wir anders, sobald der Tank da ist. Alles klar, also Heck ist noch interessant. Was hast du mit Kennzeichen? Kennzeichenhalter muss ja auch noch irgendwie gebaut werden. Ja. Aber ich denke mal, das hängt auch davon ab, mit dem Auspuff. Wo der Auspuff hinkommt. Weil mir wäre es am liebsten, der hört hier auf. Ich habe vorhin mal spaßhalber drauf gesteckt. Ja. Muss so ungefähr so, was weiß ich, 7 cm reinstecken. Dann kommst du mit der Länge ungefähr. Ja, okay. Also relativ kurz machen. Ja, wir können da mal schnell drauf tun. Ja. Batterie hast du haben wir auch noch nicht gebaut, gell? Ja, Batterie brauchen wir ja nicht. Ach, die kommt ja da oben rein, genau. Hast du die spezielle Prototyp da, alles klar. Ja, habe ich nicht dran gedacht, Evia. Ja, das ist halt das Problem, dass der Krümmer ein bisschen in die Mitte reinläuft. Und ich sag mal, so ungefähr von der Länge her, dass wir so mit dem Reifen aufhören. Mhm. Aber wie gesagt, der Krümmer läuft momentan ja so nach... Stefan? Ja. Funke hast du? Ja. Gut. Wollen wir mal sehen, ob es anspringt? Benzinfass haben wir auch da oben hängen. Ich warte eigentlich nur auf dich. Ja, okay. Ja, du darfst, ich film. Weißt du, ob die BMW startet? Oh, der hat doch keinen richtigen Zorn. Ja. Thank you.
Die läuft doch. Wie geht's hier? Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ja. Jetzt geht's. Auf das Erfolgserlebnis. Ja, ne? Ein Hochstift. Prost. Das Rahmenheck ist noch einmal extrem verkürzt worden. So gefällt es dem Moritz und mir mittlerweile auch. Da unten ist der Rückstrahler drin. Hier an den Laschen kommen die Blinker, Rücklicht und so weiter. Hat nämlich rechts und links. So sieht das jetzt aus. So, dann will ich sie mal in die Hülle. Und das sieht richtig geil aus. Das ist doch mal richtig schön. Zeig es euch nochmal von der anderen Seite. Jo, so kommt das Motorrad in Zukunft auf die Straße. Das ist immer richtig geil gemacht, der Tank. Mit den Streifen. Also das hat was. Und was wir gestern auch noch gemacht haben, wir haben die Armatur da oben reingesetzt. Das ist alles noch nicht angeschlossen, ist noch nicht fertig. Aber so sieht das Motorrad aus. Schön. So, das Kunstwerk muss ich euch jetzt mal filmen. Die, wo keine Ahnung haben, haben keinen Plan. Also aus dem Eisel hatte Dirk gestern rumgekloppt und rumgemacht. Und das gibt für die BMW den Schutzblechhalter. Guck mal, das hat er alles gemacht ohne Biegemaschine. Das macht er einfach so. Jetzt machen wir hier mal das Schutzblech drauf. Der Halter. Ja, so kommt es nicht. Das machen wir dann so. Ich kann es jetzt nicht richtig filmen. Damit das dann so aussieht. Warte, ich häng's doch mal an die BMW, damit ihr mal seht, wie das werden soll. Also das wird hier unwahrscheinlich am Stoßdämpfer in der Richtung wird das festgemacht. Ja, das müssen wir jetzt hier handbar machen hier noch. Da kommt das ungefähr so hin und auf der Seite Nummernschild. Alles seitlich. Ne? Und das werden wir den Haller jetzt auch, weil den haben wir jetzt, den werden wir dann auch so gestalten, dass hier seitlich noch das Nummernschild hinkommt. Also so sieht das dann ungefähr aus. Das weiß ich jetzt noch nicht, wo wir da hinkommen. Aber nur mal so ganz grob. So geil. Hab ich immer. Ja, von mir guckt ihr die Konstruktion an. Schutzblechhalter. Ja. Sieht gut aus. Und dann geht es spannend weiter. Ich habe hier was gezaubert wieder. Spezial. Also das geht jetzt, ich will das mal demonstrieren. Das ist jetzt BMW Spezial. Ja, hier kommt jetzt der Nummer, also der Halter für Nummernschild dran. Schutznummernschild. So, jetzt muss man das hier so erst rauskippen, so schräg. Ja, ah ja. Dann kriegt man das hier. Ah, so lang. Alles klar, ja. Beim Reinmachen, ja. Hier erst die Ecke. Ja. Dann hier vorne das Loch. Dann hier hin und lang. Und so hängt das. Ich mache dann erstmal einen brutalen Fahrtest, ob das auch alles stabil ist. Das ist stabil. Du bist sicher? Ja. Gut, wenn du dir sicher bist, ja. Kann man ja davon ausgehen, geht. Gut. Hallo Fans. Den Film mache ich jetzt fertig. Das Motorrad ist noch nicht fertig, nur mal so gleich. Ich zeige es aber trotzdem mal. Fahren tun sie schon mal, wir sind unterwegs. Ich gehe es gerade mal durch. Also, es ist eine BMW R80 RT gewesen. Jetzt haben wir so ein Motorrad rausgebaut. Sie gehörte Moritz. Die Tanklackierung ist natürlich exklusiv. Hat sie der Moritz so ausgedacht, dass das so wird. Gut, der Motor ist schwarz. Hinten ist Heck, ist extrem kurz. Ich habe auch noch keinen Sitzbezug. Ich habe jetzt einfach mal ein Muskelgummi draufgeklebt. Dann diese Spaltmaße wurde ohne Set, wird dann alles durch den Sattler abgedeckt, damit das in Ordnung ist. Die Auspuffs sind Detlef Lewis, ganz günstig, ne? Ihr wisst Bescheid. Der Nummernschildhalter, da haben wir eine Konstruktion natürlich wieder gemacht. Na, ihr seht's. Das ist auch in der verstellbar. Wir haben nämlich hier haben wir nämlich Langlöcher drin, kann man noch ein wenig zurücksetzen, je nachdem wie man Lust hat.
Und diese Strebe, wo jetzt sie hochgeht, das ist die fürs Schutzblech. Ja. Und dann hat er hier ganz kleine Blinker drin, da ist alles drin. Blinker, Rücklicht, Stopplicht. Gut, so sieht das Motorrad so von hinten aus. Und die Sitzbank da ohne das Rote ist ein Rückstrahler. Ist ja Vorschrift. Armaturen haben uns jetzt dafür entschieden, nicht so teure Chigimiki. Da haben wir da auch einen Halter gebaut. Die Gabelbrücke ist übrigens von Bayer, die ist gut. Und da ist der Taro drin. Das ist, guck, die Verkabelung, das ist alles noch nicht gemacht. Aber eben ist das Wetter ganz gut. Und da wollte ich jetzt einfach mal einen Ritt machen. Und ich kann es ja noch mal ballern lassen, damit das immer hört. Okay, dann machen wir uns wieder heim, tun wir noch ein bisschen was arbeiten. Wir haben noch ein paar Projekte,